Das Geldabheben an Automaten kann richtig kostspielig sein. Manch einer hat dafür schon 10 Euro Gebühr bezahlt. Nun haben sich die Banken und Sparkassen auf eine Obergrenze von 5 Euro geeinigt. Finden Sie das angemessen, 5 Euro? Nein, ist deutlich überhöht. Ich bin nicht bereit, einen Pfennig für diese Aktion zu bezahlen. Das finde ich nicht okay. Warum eigentlich? Ist das für Sie okay, die 5 Euro? Eigentlich nicht. Finde ich schon, weil es ja nicht meine Bank ist. Also wenn ich weiß, dass das ein fremder Automat ist, gehe ich da nicht hin. Warum nicht? Ja, weil das zu viel Geld kostet. Wir haben ja Kontogebühren auf der eigenen Bank, ne? Und dann ist das nicht okay. Ist das für Sie verkraftbar, 5 Euro, oder sagen Sie... Nee, ist schon viel, immer noch viel. Was würden Sie dann bezahlen? Gar nichts am besten. Unser Enkelsohn hat 7,50 Euro bezahlen müssen. Irgendwann hat er sich 50 Euro geholt und muss 7,50 Euro Gebühren bezahlen. Also das fand ich schon ziemlich hart. Welcher Betrag wäre dann für dich okay, den man da bezahlen müsste? Also ich weiß nicht. Ich habe ja nicht so viel Geld auf meiner Karte. Deshalb, wenn das jetzt 5 Euro immer kostet, das ist mir eindeutig zu viel. Wenn man Geld haben will, muss man nicht bezahlen. Man braucht in dem Moment. Ne? Ist das ein verkraftbarer Betrag? Es kommt drauf an, ne? Wenn man jetzt 500 Euro abhebt, sind 5 Euro okay. Wenn man jetzt nur 5 Euro abhebt, dass man 5 Euro Gebühr drauf bekommt, ist schon heftig.